hinten vor dem Gebet ist die Halle von der Moschee. Fast leer, aber dann kommen viele zum Gebet in Abu al-Haggag Moschee. Abu al-Haggag Moschee befindet sich in der Stadtmitte, nicht weit von der Hauptbahnhof, nicht weit von der Bazarstraße in der Stadtmitte. Man freut sich sehr, wenn man am Abend oder tagsüber hier spaziert, in der Nähe vom Nil, Promenade und zugleich von dem Luxor Tempel. Und von den Geschäften besonders gibt es hier auch McDonald's und wo man auch hier Snacks, wo man Kleinigkeiten in der Stadtmitte auch hier essen kann. Oberhalb des Luxor Tempels mit den zwei Minaretten, mit der Kuppel. Bis heute auch kann man in der Moschee fünfmal am Tag ja beten. Es wird zum Gebet ja angerufen und auch viele Familien finden zum Segnen der Hochzeit, dass sie den Kontrakt der Heirat innerhalb der Moschee auch ja schreiben. Abu al-Haggag Moschee in der Stadtmitte von Luxor ja Tempel. Das ist Luxor Tempel in der Stadtmitte und das ist Abu al-Haggag Moschee oberhalb des Luxor Tempels. Abu al-Haggag Moschee oberhalb des Luxor Tempels. Teile von dem alten Tempel findet man hier, besonders die Motive, die wir an den oberen Wänden haben. Die meisten von denen sind ausgekratzt. Unter der Moschee gab es damals auch eine koptische Kirche. Die Moschee von dem Ortsheiligen Abu al-Haggag stammt aus dem 13. Jahrhundert. Findet man viele Säulen aus dem alten Tempel mit den alten Kapitellen wie Papyrus oder Lotus Dolden. Und das ist Granit. Und das ist Granit aus einem Stück Monolith. Und findet man hier den Gebetssaal. Das ist der Kanzler für den Imam. Und das ist die Gebetsnische, wo der Imam steht vor jedem Gebet. Und heute feiert man in der Moschee den Polterabend ja, von einer Hochzeit. Und es war heute der erste Abend vor der Hochzeit und hat man diesen Abend mit der Familie in der Moschee gefeiert. Und in einer anderen Ecke findet man nach dem Gebet einige Muslime sitzen, erzählen bestimmte Lieder aus der islamischen Kultur. Das ist Abu al-Haggag Moschee oberhalb des Luxor Tempels in der Stadtmitte der Stadt Luxor, Ägypten. Dankeschön.